Willkommen daheim. Die Pilger werden gebeten. Ihr seid nicht alleine. Wie wär's mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Unmöglich. Das ist nur meine Einbildung. Huck.
Gespenst. Er kann es ja gar nicht gewesen sein. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Hast du nicht zu bieten? Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie. Vielen Dank. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio, anscheinend habt ihr eure zweite Chance.